träumen. Wenn es hat bei Tor! Augreiter hebt diesen goldenen Pokal hoch. Und hier ist es! So lasset das Spiel beginnen. Heute in der Allianz Arena. Bayern München gegen Bayern München. Zwei starke Gegner. Sagen spontan über das große Top-Spiel. Das Top-Spiel der zweiten Runde. Und ja, es sieht bis jetzt ein bisschen blöd aus für Bayern, aber das kann man einfach mehr. Leber macht die Fett hier. Spaß. Vielleicht drücken wir uns das erste Tor machen können. Aus der Luft. Also, sagen wir mal so, das hätte Havertz auch besser können, weil es ein Einwurf war. Gegen den Ball. Flanke in die Mitte. Und jetzt hatten wir den Ball. Und schlägt nach vorne auf Position. Genau. Lewandowski. Wird hier umgeworfen. Jetzt Alaba mit einem Freistoß. Und genau ans Alu. Knappe Situation, aber leider auch kein Tor. Wenn. Rangewiesen. Sehr weit vorne. Das ist auf jeden Fall noch eine ganz gute Situation. Aber. Abseits. Weg und jetzt ein Freistoß, mal sehen wie Alaba ihn schlägt. Über die Mitte und wartet ihn weg. Goretzka und Schiri entscheidet auf Abseits. Jetzt gehen wir bei. Warte. So. Lewandowski, Robert Lewandowski, Lewandowski und Renastin. 1:0 für die Bayern. Endlich mal ein Erfolg für die Bayern in der ersten Halbzeit. Seit lange. Bis jetzt ging es meist 0:0. Durch den
die Erinnerung schon an den Supercup. Da ging man glücklich mit 1-0 in Führung. Ja, und wurde dann auf dem Weg. Aranguiz konnte so ein bisschen die Bayern ausbremsen und nutzt jetzt die Gelegenheit für sein Team. Aber Ball landet im Seitenausflug. Bei Leverkusen immer noch Ballbesitz. Aber Bay mit dem Fehlpass. Jetzt Müller. Lewandowski. Scheinbar ein Anspiel, obwohl das ehrlich gesagt unberechtigt ist. Ja. Korrekt, ja. Lewandowski steht ganz knapp im Abseits. Das Radetzky. Unglücklicherweise auch nicht so. Coman. Den Slay Coman. Lewandowski. Ich glaube, hätte man so lieber so machen können, einfach versuchen, hoffen, dass es mit einer Hacke oder einem Hammertrick da irgendwie reingeht, aber... Warte, denn gehen wir bei... Und dabei ist 1:1 der Ausgleich. Damit ist alles wieder offen für die Halbzeit. Eins zu eins der Ausgleich, ein bisschen unglücklich, aber noch ist nichts verloren. Noch hat man die Chance. Ranguiz. Bailey! Neuer! Was zum Teufel! Was zum Teufel macht Neuer da? Der lässt einfach das Tor offen. Also der kann ja auf jeden Fall gleich das anhören. Alaba. Lewandowski mit dem Kopfball und Radetzky. Mit dem Ball. Man geht mit 1-0 in Führung und verspielt das dämlich. Ja, jetzt wollte ich mit meiner 2-1 rückwärts, guck mal jetzt. Man jagt. Nein, warte, mir ist es sehr spannend. Gut. Hürth ist eigentlich mit allen Beinen schon in der nächsten Runde. Siehste? Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Und ich denke, wir wollen mal alles gut motivieren. Und komm schon. Es muss... Ja. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Einsatz. Müssen wir erhöhen. Ich habe die Halbzeit schon vergessen. Ich hoffe, es hört sich jetzt nicht schlecht aus. Leverkusen Ball mit Havertz über die Seite. Kai Havertz, Vorland. Vorland stand direkt vorm Tor. Da kann man ehrlich gesagt jetzt glücklich sein, dass da nichts draus geworden ist aus der Situation. Der Ball in diesen Seiten muss man für Leverkusen. Bailey. Über die Seite. Goretzka, Lewandowski, Coman, Kingsley Coman, der hätte noch ein bisschen mehr rausgekommen. Jetzt Bailey über die linke Seite. Und so, das spielt ein bisschen den Ball.
sowas darf einfach nicht passieren. Mit Lewandowski, Coman, Kingsley Coman. Coman, jetzt muss er eigentlich abspielen, aber er meint es gut und will es selber versuchen. Jetzt bleiben wir in der Mitte. Los, Hammer. Kommt da nicht ganz an den Ball. Jetzt Harvard. Harvard über die rechte Seite. Vorland. Kevin Vorland. Und es gibt Strafstoß. Es gibt Strafstoß für Leverkusen. Wechsel bei den Bayern und anders bei Leverkusen. Das ist jetzt sehr ungünstig und Leverkusen macht das Ding. 3:1 für Leverkusen. Kai Havertz lässt neue eiskalt. Und jetzt muss was passieren. Vom Tor schießt Alu. Kommen wir zum Wechsel. Ich glaube mal so, bin ich als allein gesägt. Alaba, Flanke in die Mitte, jetzt Lewandowski, Robert Lewandowski, Ritterstein, 2:3 Anschlusstreffer. Jetzt muss man aufholen. Jetzt wird hoffentlich die Aufholjagd mit Bayern beginnen, weil sonst sieht das ganz gut aus. Nach vorne. Und so will man das eigentlich wieder Bayern sehen.
abgemahnt. Und ein der Schiri pfeift gelb, rot und Jonathan Tah fliegt vom Platz und ich glaube es war noch ganz knapp außerhalb des Strafraums. Nein, es war sogar schon im Strafraum und jetzt Thiago Frutini und Lewandowski. Kann er Radetzky da drum dastehen lassen? Nein! Lewandowski verschießt den Elfmeter. Und jetzt müssen die Bayern versuchen, Leverkusen hier im Strafraum unter Druck zu setzen. Radetzky holt sich sogar aus der Luft. Knapp 10 Minuten sind noch zu spielen auf der Uhr. Mit Boateng. Thiago. Coman. Aber viel zu schwach. Lieber einmal richtig annehmen und dann erst schießen. Als sowas. Ich glaube, wie man es macht. Stand jetzt. Kann das auch so bleiben oder noch ein paar Gegentore? Das Endresultat wird das gleiche sein. Die Bayern fliegen aus dem Pokal. Ah, das wollen wir nicht. Coman jetzt über die Seite. Kingsley Coman mit einer Flanke. So kann man doch keine Flanke spielen. Na, gar keine Vorgaben. Drei Minuten noch. Jetzt Baumgart hinein. Baut den Ball nach vorne. Aber Bellarabi kann ihn nicht annehmen. Jetzt Gnabry. Und Wendel hält dann Bayern-Spieler Gnabry auf. Und diese Situation wird bis womöglich entscheiden. Coutinho in die Mitte. Mit Süle. Niklas Süle, Lewandowski, Robert Lewandowski, Havertz über die rechte Seite, das war's, Feierabend, es sei denn, ein schneller Angriff kann noch folgen, Ball im Seiten. Und es ist vorbei, es ist amtlich, Bayern ist raus. Bayern fliegt aus dem DFB-Pokal. Und Enttäuschung ist groß. Enttäuschung ist groß, es läuft im deutschen Fußball überhaupt. In der Champions League läuft es zwar, aber hier läuft es überhaupt. Und damit... Wenn man den Pokal holen will, muss man aufs nächste Jahr warten. Ja, spielt Lewandowski, aber ja, konnte es nicht einmal lang reißen. Das ist leider noch das Problem. Und danach, wie sie die meisten gespielt haben. Dortmund fliegt ebenfalls auf den Pokal. Okay. Also das finde ich schon wunderbar. Den Sieg können die dann entsprechend nicht holen. Ja. Was hat Ihnen in letzter Zeit beim FC Bayern besonders gut gefallen? Welche anderen Sportler haben Einfluss auf ihre Arbeit? Ich bin eigentlich nicht ganz davon. Ist es ein Nachteil als Trainer?
lieber nie ein Star gewesen zu sein. Vorstand ist alles andere als einverstanden bestimmt. Ja. Immerhin nehmen sie sich noch ziemlich gelassen. Field, Camp Nou und Stadio Olimpico. Damit auch ordentlich eingesunken. Ja, 10,9 Euro doch Schmerz. Aber wir brauchen es nicht. So. Ich hoffe, trotz der Niederlage hat euch die Folge gefallen. Ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit tschüss. Und bis zum nächsten Mal.